Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Teil 3 meiner Bookshelf-Tour. Jetzt klingelt gerade die Kirchturmuhr, also lasst euch bitte nicht davon stören, es ist 12 Uhr. Wir machen weiter mit der Bookshelf-Tour und zwar mit meinem zweiten Regal. Das steht ja gegenüber von meinem Bett und da ist quasi so der größte Teil meines Subs drin. Die meisten Bücher davon habe ich noch nicht gelesen. Das ist auch so ein Expedit-Regal, genau wie das andere, nur ungefähr halb so groß, also 4 auf 2. Und da sind 2 Regale bisher voll. Das andere ist so ein bisschen dekoriert, aber das seht ihr gleich alles. Ich würde sagen, wir starten direkt, damit das Video nicht wieder ganz so lang wird. So ihr Lieben, kommen wir zu meinem letzten Bücherregal. Hier haben wir ein 4 auf 2 Expedit, also da unten liegen meine ganzen Women's Health und hinten dran noch Kochzeitschriften, Backzeitschriften. Hier, wie heißt er denn? King Joffrey von Game of Thrones. Da unten drin sind nur meine Schals. Da auch. Hier geht's weiter mit Büchern. Hier noch ein Bild und hier sind noch die restlichen Bilder von den Conventions. Aber ich würde sagen, wir fangen hier oben an. Und da geht's direkt los mit der Reihe von S.C. Stephens, wenn man es so ausspricht. Also sprich einmal Band 1, Toughless. Das wäre dieser hier. Dann geht es weiter mit Effortless. Das wäre dieser hier. Ich stelle es mal kurz runter. Und dann noch Careless. Das ist eine dreiteilige Reihe, in der es um Danny und, wie heißt sie nochmal, Kira geht. Genau. Die zwei sind glücklich verliebt zusammen, schon auch eine ganze Weile zusammen. Und dann kriegt Danny einen neuen Job. Dafür müssen sie, wenn ich das noch richtig weiß, umziehen. Und sein früherer Schulfreund bietet ihnen an, dass sie bei ihm wohnen können. Danny muss dann ganz viel arbeiten und muss dann öfters auf Dienst reisen. Und so kommen sich Kira und Kellen näher. Näher, als sie eigentlich wollen. Am guten Ende verlieben sich die beiden ineinander und sie verlässt Danny für Kellen. Und das Ganze nimmt seinen Lauf. Darum geht es eigentlich in Band 1. In Band 2 geht dann die Liebesgeschichte zwischen den beiden weiter. Sie hat Danny verlassen, ist jetzt mit Kellen zusammen und er ist in einer Rockband und muss da auch öfters auf Tournee. Und plötzlich kommt Danny wieder zurück und ist wieder in derselben Stadt wie die beiden. Und das ganze Spiel beginnt wieder von vorne. Sie weiß nicht, was sie tun soll, weil sie ja auch so lange mit Danny zusammen war. Aber sie liebt eigentlich jetzt Kellen. Und es ist ein komplettes Gefühlschaos. Und in Band 3 ist sie auch immer noch mit Kellen zusammen. Seine Band hat plötzlich einen Riesenerfolg gelandet. Und plötzlich steht ihre Beziehung in der Öffentlichkeit und muss dem öffentlichen Druck standhalten. Ich fand die Reihe richtig schön. Ich kann sie euch ans Herz legen. Ich habe mich damals ein bisschen geärgert bei Rebuy, weil es echt mit einer richtig schlechten Qualität hier ankam. Obwohl ich, wie ihr wisst, ja immer versuche, sehr gut zu kaufen. Aber Rebuy sieht das nicht immer so, wie ich das sehe. Dann kommen wir zu einer weiteren Trilogie. Das Ganze wurde geschrieben von Tommy Krabbeweis. Das ist, für die, die es nicht wissen, der Erfinder von Bernd das Brot. Aber er schreibt auch ganz andere Bücher. Er hat auch mit seinem Vater ein Buch geschrieben über ihre Chaosurlaube von früher. In Mara und der Feuerbringer hätten wir einmal Band 1. Dann heißt der zweite Das Todesmahl. Und der dritte heißt Götterdämmerung. Der Inhalt der Bücher ist eigentlich recht schnell zusammengefasst. Es geht um Mara. Sie ist die letzte, wie heißt das Ding? Seherin auf jeden Fall, aber das hat so einen anderen Namen, Spakona. Und hier steht, nur mit Hilfe ihrer besonderen Gabe kann sie verhindern, dass sich der Halbgott und Dämon Loki von seinen Fesseln befreit und zu einer Gefahr wird. Maras Welt gerät aus den Fugen, wird sie es schaffen, sich dieser Aufgabe zu stellen. Um viel mehr geht es in den Büchern eigentlich auch nicht. Ich habe sie damals auf der MagicCon gekauft. Ich glaube, Band 2 habe ich, glaube ich, dort gekauft, weil ich den ersten schon hatte, aber noch nicht gelesen hatte. Genau, da hat der Tommy mir noch was reingeschrieben. Dingbert ist eigentlich St. Ingbert. Und das Lustige ist halt einfach, dass
wir St. Ingbert hat immer Dingbert sagen und Tommy hat einen Onkel oder einen irgendein Familienmitglied, das auch hier wohnt. Deshalb kennt er die Aussprache auch sehr gut. Ja, es war jetzt kein Highlight für mich. Ich habe es einfach gekauft, weil der Typ damals recht sympathisch war. Es gab, glaube ich, auch mal einen Film davon, von Band 1, aber der ist richtig gefloppt und da weiß ich noch, dass er davon nicht so begeistert war. Aber naja, man kann es ja nicht ändern. Ich fand die Geschichte okay, aber jetzt wirklich kein absolutes Highlight. Dann kommen wir zum letzten Buch hier in dem Fach, das ich aber allerdings noch nicht gelesen habe. Das wäre Berühre mich nicht von Laura Kneidel. So sieht das Ganze aus. Ein wunderschönes Cover. Ich hätte gesagt, ich wäre natürlich wieder als Coveropfer drauf reingefallen, aber die Geschichte ist wirklich auch super, super schön. So sieht's aus. Band 2 ist dann so schön mintgrün, also ein wunderschönes Buch. Aber ihr seht es ja schon wieder, Lux Verlag. Lux Verlag hat ja einfach fast immer im New Adult Bereich wunderschöne Cover. In dem Buch geht es um Sage. Sage hat eine ganz schreckliche Vergangenheit, hat viel Schlimmes erlebt und möchte jetzt eigentlich komplett neu anfangen. Dann trifft sie, genau, Luca heißt er, und der stellt ihre Welt komplett auf den Kopf. Berühre mich nicht, sagt ja schon sehr, sehr viel aus. Also sie hat wirklich Angst vor anderen Menschen, vor Berührungen, eben durch das Erlebte. Ich kann euch jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich es noch nicht gelesen habe. Aber ich weiß, dass Luca ihr wieder auf die Beine hilft. Und das ist für mich eine super schöne Geschichte, weil es einfach von einer dramatischen Erfahrung handelt, und so Bücher mag ich ja eigentlich, und wo man dann auch sieht, wie sich die Leute zum Positiven weiterentwickeln. Kommen wir zum nächsten Buch. Das habe ich mir damals bei Avell in so einem Lux Vierer-Pack gekauft. Da war auch 400 Days Täuschung drin. Hier das Cora Carmack Forever in Love, wo ich dann gemerkt habe, dass es Band 3 ist. Und noch ein anderes. Ich weiß, dass es in dem Buch um eine sehr angesehene Familie geht, die eben durch Bourbon weltweit bekannt geworden sind. Und unser Protagonist wäre Tulane. Ich glaube, Tulane heißt er. Steht natürlich nicht drauf. Der hat sich irgendwie ein zweijähriges Exil aufgelegt, weil er mit der Familie nichts mehr zu tun haben wollte. Und taucht dann plötzlich wieder auf und ist droht irgendwie die Seifenblase, die sich die Familie um sich herum aufgebaut hat, mit Lügen und Intrigen. Diese droht zu zerplatzen. Dann haben wir auch noch ein Mädchen, ich glaube, es heißt Lane. Sie war früher scheinbar mit ihm zusammen und plötzlich ist er wieder da und sie versucht zwanghaft ihr Herz nochmal vor ihm zu schützen, was ihr wahrscheinlich im Bestfall nicht gelingen wird, weil wir dann einfach noch eine schöne Liebesgeschichte dabei haben. Dann haben wir noch ein wunderschönes Buch von Amy Silver, Du und ich und all die Jahre. Das habe ich leider Gottes auch noch nicht gelesen. Also das Regal hier ist sozusagen quasi fast mein Subregal. Es geht auf jeden Fall um ein Mädchen, sie heißt Nicole, und ihren besten Freund Julian. Die beiden feiern, wenn ich das noch richtig weiß, jedes Jahr Silvester zusammen und nehmen sich dann Dinge vor, die sie im neuen Jahr machen wollen. Nicole ist mit einem Mann verheiratet, ich glaube Dom heißt er, mit dem sie aber irgendwie nicht mehr ganz so glücklich ist. Die Ehe kriselt ein bisschen und Julian ist plötzlich keine Hilfe mehr für sie. Also ich kann euch nicht genau sagen, um was es geht. Ich habe das Gefühl, da sind auch Zeitsprünge drin in die Vergangenheit. Ich habe es damals bei Rebuy war es, glaube ich, oder Avell, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, doch, hier ist Kleber. Es war definitiv Rebuy. Habe es recht günstig bekommen und habe gedacht, ja komm, für, ich sage jetzt einfach mal 1,50, nimmst es einfach mal mit, für zwischendurch zu lesen. Dann kommen wir zu einem Buch von Emma McLaughlin oder Laughlin. Und übersetzt ist das anscheinend von Nicola Kraus. Liebe auf eigene Gefahr. Das Buch habe ich allerdings schon gelesen, aber ich habe es vor, demnächst nochmal zu lesen, weil ich es einfach so witzig fand. Es geht um ein Mädchen oder unsere Protagonistin, die heißt Kate. Und Kate wurde vor 13 Jahren von, wie heißt er? Jake. So
so richtig böse aufs Kreuz gelegt. Sie war Wochen, Monate kaputt und kam eigentlich nie so 100% über ihn hinweg. Er ist mittlerweile Rockstar geworden und lustigerweise handeln alle seine Lieder von ihr und verfolgen sie schon seit Monaten. Plötzlich steht Jake vor ihr und sie möchte ihm also richtig die Meinung geigen. Ich meine, 13 Jahre lang, da staut sich schon eine Menge Frust an. Aber als er vor ihr steht, merkt sie, dass er seinen Charme immer noch nicht verloren hat und das Ganze nimmt seinen Lauf. Ich fand die Geschichte super, super schön. Legt sie euch definitiv ans Herz. Es ist irgendwie so ein unterschätztes Buch. Ich kenne, glaube ich, keinen, der es gelesen hat, aber mir hat es richtig gut gefallen. Dann haben wir ein Buch, auf das ich mich schon richtig freue. Jessica Topper, Ich bin verliebt, ich darf das. Darum geht's um, ich glaube, Lainey heißt sie. Genau, Lainey. Und sie hat irgendwie so kein richtiges Glück in der Liebe. Ihre Mutter dafür irgendwie schon. Die ist nämlich total gestört und heiratet schon zum x-ten Mal, ich glaube zum 4. Mal. Und Lainey hat die tolle Aufgabe, das Hochzeitskleid nach Hawaii zu schaffen, weil ihre Mutter dort heiraten möchte. Es gibt dann ein paar Turbulenzen und sie kommt irgendwie auch mit ihrem Sitznachbarn nicht zurecht. Der ist furchtbar nervig und dann muss sie im Flughafen von New York, glaube ich, nein, Chicago. In Chicago steckt sie fest, kann nicht weiter nach Hawaii fliegen und ergattert quasi das letzte Hotelzimmer, muss es sich aber mit ihrem nervigen Sitznachbarn Noah teilen. Noah ist dann, wie sich herausstellt, doch nicht ganz so nervig, aber es gibt einen Haken an der ganzen Sache, denn er ist eigentlich auf dem Weg zu seiner eigenen Hochzeit. Da freue ich mich definitiv schon drauf. Die Geschichte hört sich sehr, sehr lustig an. Bin leider aktuell noch nicht dazu gekommen. Ihr wisst ja, so, so wenig Zeit und es kommen so viele tolle Bücher raus. Aber ich habe mir vorgenommen, das dieses Jahr definitiv noch zu lesen. Dann kommen wir zu Martina Dirks Böse Mädchen. Das ist wieder so ein Kinderbuch, Jugendbuch, sag ich mal, erschienen im Arena Verlag. Wir begleiten unsere Hauptprotagonistin, die gerade von ihrem Vater erfährt, dass er ihre blöde Stiefmutter heiraten will. Und diese Stiefmutter hat noch zwei blöde Töchter. Hier steht Schneewittchen. Also es hat mich auch vom Text hier ein bisschen an Schneewittchen erinnert. Sam und Süb heißen die Mädchen. Genau. Und die kann sie auf den Tod nicht ausstehen. Aber ihr Vater meint es ernst und dann beschließt unsere Protagonistin, dass sie dem Ganzen vielleicht mal den Gar ausmachen muss. Ja, das ist das Buch, von dem ich eben erzählt habe, das in diesem Paket mit drin war. Cora Carmack, Forever in Love. Hat sich sehr schön angehört, bis ich dann gemerkt habe, dass es der dritte Teil einer Reihe ist. Und daher steht es hier auch noch ungelesen. Ich glaube, bei ihren Büchern ist es auch immer so, dass die Teile auch einzeln voneinander gelesen werden können. Aber ich bin da so ein Mensch, ich will dann mit Band 1 anfangen, bevor ich mich Band 3 widme. Ich weiß nur wenige Wochen bis zum Abschluss und Antonella De Luca wird klar, dass sie ihre Zeit am College vergeudet hat. Zu sehr hat sie sich auf Lernen konzentriert und dabei ihr Liebesleben völlig vernachlässigt. Doch das wird nun Nell ändern und zwar mit Hilfe des sexy Footballspielers Matteo Torres. Dieser ist nur zu gern bereit, der hübschen Nell in puncto Lebensgenuss auf die Sprünge zu helfen, auch wenn sie seinen Entschluss, sich niemals festzubinden, gefährlich ins Wanken bringt. Ich glaube, das ist diese Sportlerreihe von Cora Carmack. Bin mir da jetzt aber nicht sicher, aber ich glaube, sie hat so eine Reihe geschrieben, wo es in jedem Band um eine andere Sportart oder einen Sportler. Dann das dritte Buch, das in diesem Paket mit drin war, 400 Days Täuschung. Ich glaube, das ist der erste Teil einer Reihe. Ich glaube, diesmal habe ich den ersten Teil erwischt. Wuhu. Auf jeden Fall geht es um eine Frau, sie heißt Avery Ross. Und sie ist, glaube ich, mit einem gewissen Nick zusammen. Dann kriegt sie das Angebot, dass sie 3 Monate sozusagen House-Sitting, Housekeeping in einer Luxusvilla machen darf. Und das ist die Luxusvilla von dem Milliardär Dominic Bain. Und der führt sie so in die Schickeria der Stadt ein. Und sie ist natürlich völlig von den Socken von so viel Luxus und Glamour.
Wie das Ganze ausgeht, kann ich euch leider auch nicht sagen, weil ich das Buch noch nicht gelesen habe. Dann haben wir noch ein ganz lustiges, süßes Kinderbuch. Ich habe das früher schon mal gelesen. Es ist auch wirklich, ich fand es sehr, sehr knuffig geschrieben, sehr, sehr süß, weil es einfach wieder um ein ganz junges Mädchen geht und die erste große Liebe. Ich glaube, sie ist in irgendeinen Typ aus einer Band verliebt. Genau, Robbie. Der ist gerade auf US-Tournee und sie möchte da unbedingt hinterher, aber ihre Eltern verbieten es. Aber sie verbieten nicht die Klassenfahrt nach Paris und hinten drauf steht so schön, nicht umsonst wird Paris die Stadt der Liebe genannt. Genau so ist es. Also kann ich euch definitiv empfehlen, das war ein super schönes Buch. Ich habe es, glaube ich, auch in einem Tag durchgehabt. Es ist wirklich ganz simpel, aber wunderschön. Dann haben wir hier noch ein Buch, das um ein junges Mädchen geht und um eine Thematik, die nicht zu unterschätzen ist, beziehungsweise gerade in der Pubertät ein ganz, ganz großes Thema ist, nämlich bin ich zu dick. Und es geht um ein Mädchen, das nämlich etwas dicker ist, die 15-jährige Eva, genau. Und sie hat deshalb immer furchtbar Kummer und frisst dann oder isst dann oder stopft dann noch viel mehr in sich rein, als es eigentlich notwendig wäre. Und dann verliebt sie sich auch zum ersten Mal und beginnt langsam zu verstehen, dass der Körper nicht das Einzige ist, was einen Mann interessiert. Und ein bisschen Speck ist gar nicht so schlimm. Also es ist ein richtig schönes Buch, das die Thematik von, ich sag mal, Mobbing in der Schule und einfach das Gefühl, zu dick zu sein, dass dicke Menschen weniger wert sind und dass dementsprechend auch ihr Selbstwertgefühl in den Keller rauscht. Hier wird das Ganze ein bisschen thematisiert und am Ende vom Buch hat man eigentlich so ein richtig schönes Gefühl für seinen Körper, dass man sich einfach so lieben soll, wie man ist. Dann haben wir ein Buch, das habe ich irgendwie beim Wichteln mal gewonnen, also da ist immer noch alles möglich drin, das war irgendwie bei Instagram, da sollte man ein Buch posten und die Leute, die kommentiert haben, sollten dir dann ein Buch schicken und wenn sie dann ein Bild vom Buch gepostet haben, dann mussten die Leute dort wieder kommentieren und haben die Person, die mir ein Buch geschickt hat, dann ein Buch geschickt bekommen. Also ein bisschen kompliziert, aber ich finde sowas immer schön, weil man einfach seine Schätze, die man gelesen hat, aber vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt im Regal stehen haben will, nochmal an jemand weitergeben können. Und man hat einfach die Chance, ganz viele tolle neue Bücher zu entdecken. Und da war das hier dabei. Also einfach Freunde oder ziemlich beste Freunde, den Film, den kennt ja eigentlich fast jeder. Da geht es um den schwarzen Pfleger, der einen querschnittsgelähmten Mann quasi zurück ins Leben verhilft. Er hat irgendwie keinen Antrieb mehr, er hat keine Lust mehr auf das Leben und dieser Pfleger gibt ihm einfach nochmal die Kraft. Und in diesem Buch geht es um die wahre Geschichte dahinter. Also dieser Abdel Selou hat diese Geschichte wirklich erlebt und erzählt davon. So, die beiden Bücher hier, da habe ich euch ja gerade im letzten Rebuy-Haul schon davon erzählt. Deshalb werde ich da jetzt nicht nochmal so tief drauf eingehen. Hier geht es einfach um eine Frau, die, sie heißt Renice Annesley. Und sie trifft einen Mann, der heißt Chase Parker und er ist unglaublich attraktiv und die beiden kommen sich näher. Und am nächsten Tag stellt sich raus, dass es ihr Boss ist. Mehr muss man dazu nicht sagen. Und dann hätten wir hier noch The Moon and More. Darum geht es um ein Mädchen, das gerade seinen Abschluss macht und eigentlich genau weiß, was es will, bis es auf einen gewissen Jungen trifft und der stellt ihr Leben komplett auf den Kopf. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut euch den Rebuy-Haul an, da erzähle ich ein bisschen was. Ansonsten wäre das alles gewesen. Also wie gesagt, hier steht nur noch der Sam von Herr der Ringe. Und dann war es das mit Büchern hier. Meine Lieben, das war's mit der Bookshelf-Tour 2018. Ich wollte gerade 2013 sagen, aber nein, es ist 2018. Ich werde vielleicht dann für 2019 nochmal eine neue drehen. Ich meine, in einem Jahr kommt ja doch so einiges an Büchern nochmal zusammen.
Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Freude mit der Tour machen können, habe euch vielleicht die ein oder andere Inspiration geben können, was ihr vielleicht als nächstes noch lesen könntet. Ich werde jetzt gleich noch zu meinem Kollegen auf den Geburtstag fahren, nach Kaiserslautern, muss vom Saarland in die Pfalz reisen und werde da dann vermutlich auch heute Abend das Fußballspiel Deutschland gegen Schweden schauen. Das Trikot liegt schon bereit. Also würde ich mich jetzt gerne von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Für euch ist ja heute schon Sonntag. Genießt noch den restlichen Tag, bevor es wieder in die neue Woche geht. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch am Mittwoch bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, habt Spaß und bis zum nächsten Mal.